Heute machen wir den Wüstenpalast und die Wüstenpalastgrube. Da erwartet der nächste Bossfight auf uns, der natürlich mal wieder mal präsentiert wird von der geliebten Zauberin, die uns ja beim letzten Mal sogar gegrüßt hat. Das reicht. Ich hab genug. Ich werde das Monster aller Monster erschaffen. Und ich schicke es los, um alle Drachen zu vernichten. Selbst die kleinen Schlüpflinge. Ja, es wird sie zerquetschen, zermalmen und zerreißen. Ja, sie zerdrücken, zerbrechen und zerschlagen. Lass mich hier raus, du! Aber sterben sie denn nicht? Das ist ganz egal, solange ich ihre Flügel bekomme. Was? Du warst die ganze Zeit nur auf ihre Flügel aus? Na klar, du Ignorantin. Ich brauche sie für einen Unsterblichkeitszauber. Moment mal. Ein Zauber? Was dachtest du, was ich mit so vielen Drachen mache? Einen Zoo eröffnen? Hätte ich mal einen Blaster, würde das ganz anders laufen. Weißt du, was ich meine? Du sagtest, sie in unserer Welt zu halten reicht. Von Töten war niemals die Rede. Ich muss sie nicht töten. Aber dann zappeln sie nicht so viel. Du bist schrecklich. Wie konnte ich nur jemals auf dich hören? Dumme, freche Göre. Ich kümmere mich um sie, wenn ich mit dem Drachen fertig bin. Wo war ich gerade? Ach, ja. Oh, das wird ziemlich hässlich werden. Ja, was erwartet uns da? Ich finde diese Sprachdialoge, die Charaktere machen, das gab es im Original nicht. Das haben sie hinzugefügt. Und der gute Bentley wartet natürlich auch auf uns. Das könnte unser letzter Kampf sein, Spyro. Die Zauberin will mit diesem Monster jeglichen Widerstand auslöschen, angefangen mit uns beiden. Uns bleibt keine Zeit zum Grübeln. Auf in den Kampf! Ich werde mich bemühen, dich stets mit entflammbaren Geschossen zu versorgen. Das ist gut zu wissen. Ja, eine schreckliche Kreatur. Die natürlich auch noch einen Schutzwall hat. Ich bin mal gespannt. Okay, der Angriff hat sich nicht verändert. Okay, der ist abgeschwächt worden. Und zwar, ja, der ist ja... Alter, der ist richtig abgeschwächt worden. Was haben wir jetzt hier schönes, die Krabben? Ja, natürlich. Die Krabben. Jo. Das war ein Treffer. Ja, die Grünen würde ich ungern an den Krabben natürlich verschwenden. Die Grünen sind nämlich ein bisschen effektiver. Den jetzt getroffen oder nicht? Okay, ihr blöden Krabben, geht mir auf den Sack. Treffer. Wow. Okay, man hat doch ein bisschen was geändert an dem. Lass mich ran, es ist doch genau irgendwas brandgefährliches. So ein Sonnensamen. Wow, das war auch so ein Sonnensamen. Ach, du bist das. Unser erster Bossfight. Alles gar kein Thema. Das wird wahrscheinlich nochmal leer sein, oder? Ja, toll. Komm her. Ich will nicht da rein. Hier. Kann man den nicht irgendwie austricken? Ja, der trickst eher mich aus. Warte. Währenddessen macht der andere nichts. Deswegen haben wir Zeit. Gib mir die Grünen. Und das war's auch schon. Verbrannt. So kann man es ausdrücken, oder James? Das passt, der James. Ey, der war nicht so ganz ohne. Der Bossfight.
Aber völlig in Ordnung. Also nicht besonders schwer. Also mit den grünen triffst du den halt einmal effektiver. Und mit den roten, ja, da muss man ein bisschen zielen. Die Krabben sind nicht das Problem. Die Sonnensamen schnell abschießen. Weil die rennen auf einen zu. Will ich auch nicht unbedingt raten, das auszuweichen. Es geht, dass man die Sonnensamen da ausweichen kann, aber am besten direkt abschießen. Und der letzte Gegner da, dieser, was war das? Dieser Batz oder wie der hieß? Also der eigentlich der erste Endgegner da, einfach nur wieder reinschubsen in die Lava und dann gleich wieder volles Kanonenrohr ballern. Dann sollte das eigentlich funktionieren, ohne große Probleme. Natürlich die Sachen von Bentley einsammeln. Hast du noch was zu essen? Ich verhungere. Dafür ist keine Zeit, Jäger. Wir müssen die Zauberin stoppen. Sie will die Drachenschlüpflinge töten. Augenblick mal. Kann ich dir trauen? Könnte noch eine Falle sein. Du steckst in einem Käfig, du Dummkopf. Wie soll rauslassen eine Falle sein? Weiß nicht. Bei euch Zauberinnen weiß man nie. Ich wollte nie, dass wir den Drachen etwas antun. Komm, wir haben dafür keine Zeit. Und damit ist Jäger wieder frei. Das könnten wir theoretisch auch die anderen Missionen machen. Wofür wir noch Jäger brauchen. Ey, das ist geil, nicht mit der Rakete. Ey, das ist richtig nice. Dann sind wir auch schon im Mitternachtsberg. Der letzten Heimatwelt. In Spyro. Und Bianca erzählt uns natürlich auch nochmal etwas. Spyro, ich weiß, du traust mir nicht. Aber ich will dir helfen, die Zauberin zu stoppen. Es gibt ein geheimes Portal zu ihrem Versteck. Aber sehr starke Magie ist nötig, um es zu öffnen. Finde weitere Dracheneier. Dann sollte meine Magie reichen, um das Portal zu öffnen. Ich komme zu dir, wenn du genügend Eier hast, okay? Ja, das sind 100. Und die haben wir schon. Theoretisch könnten wir uns jetzt schon ja, der Zauberin widmen. Aber das habe ich nicht vor. Okay, den Soundtrack hat man gerne. Das hört man raus. Der ist moderner. Hier in Mitternachtsberg. Aber ich finde ihn jetzt nicht schlecht. Aber der Alte hat ein Erkennungsmerkmal. Gefühlt. Ja, das ist... Ja, ein deutlicher Unterschied sogar. Und Spyro-Kenner merken den Unterschied einfach sofort. Hier fällt mir der direkt auf. Der Unterschied. Aber machen wir erstmal Mitternachtsberg komplett. Bevor wir uns dann zum Beispiel bei den Kristallinseln umschauen. Das wird sich ohne, das wird es in sich haben. Die spukende Kruft ist da nochmal schlimmer. Und ich schätze mal hier hinten die Dinomin, wenn wir dann den Rest geben. Das ist so richtig schön dargestellt. Ja, auch Dinomin. Alles hat den gleichen Namen. Beibehalten. Sehr schön. Und hier hinten ist dann das Portal der Zauberin. Da sieht man es auch 100 Eier. Genügend Dracheneier gefunden, um das Portal zu öffnen. Wenn es offen ist, kannst du die Zauberin stellen, sobald du bereit bist. Aber Vorsicht, sie erwartet dich. Ja, ist ja nichts Neues, aber ich will da noch gar nicht rein. Ich will da ja noch absolut nicht rein, weil wir ja erstmal noch andere Sachen zu erledigen haben. Wie zum Beispiel Backtracking, ja? Das könnten wir zum Beispiel schon machen. Wenn wir Agent 9 natürlich befreien, den werden wir auch als erstes hier befreien und seine Welt machen. Alles andere... Bei Agent 9 brauchen wir... Ganz besonders jetzt hier in Mitternachtsberg. Moment, wir können uns überlegen. Dinomin, Kristall... Brauchen wir den bei der Kristallinsel? Ich glaube nicht. Mir fällt erst jetzt auf, wie wenig man den eigentlich braucht. Wüstenruin, das ist auch gleich geblieben. Sehr schön. Aber hier gibt es natürlich auch noch Kölner-Punkte. Und ein Eierdieb. Eierdieb darf natürlich auch nicht fehlen. Okay, hat nicht gereicht. Aber jetzt gleich in der nächsten Links. Hier reicht es an dicke Maiken. Ich kann mir über den Agenten. No, Agent 9. Nicht Agent 0. Agent 0 war ja in Wüstentempel. In
Der Wolkentempel, ja, in Riptus Rage. Da musste ich echt kurz überlegen. So, die Wand könnte man gegebenenfalls nicht sehen. Wenn man es nicht weiß, dass da eine ist. Für den guten Billy. Und natürlich gibt es auch nochmal eine Rennstrecke hier. Die letzte. Ne, falsch, die vorletzte. Ne, die letzte. Ich muss gerade mal überlegen, letzte oder vorletzte? Moment. Letzte. Letzte, es gibt keine mehr, hä? Wie komme ich jetzt nochmal darauf, dass es nochmal eine gibt? Nein, das ist die letzte. Die wirklich letzte. Und zwei Sparks aber haben wir ja auch noch zu erfüllen in Abendsee. Genauso wie hier. Das hier nochmal eine besondere Aufgabe ist. Dafür muss man allerdings dann echt die Zauberin erledigt haben. Also das Bugsalbe könnte noch ein bisschen dauern, bis wir das quasi machen. Oh, das Ei nehme ich auch noch dankend an. Der gute Buddy. Also 100 Eier ist schon... Ja, nicht ohne. Also ich hätte jetzt eine Differenz von... 8. Also ich hatte jetzt 8 mehr gehabt, als ich hier angekommen bin. Und mehr war ja auch nicht zu holen. Weil wir ja schon alles vorher geholt haben. Von dem her, da geht gar nicht mehr. Und hier gibt es dann noch das letzte Portal, wenn man alles hat. 50.000 Edelsteine, 149 Eier. Man kann sich schon denken, da gibt es bestimmt auch noch ein Drachenei. Ja, genau. Da gibt es dann auch nochmal ein Drachenei. Das bedeutet, man geht hier mit 150 Drachen raus und mit 15.000, nein, 20.000 Edelsteinen. Weil da gibt es auch noch Edelsteine. Aber das ist quasi das 100% Ende, denn es gibt ja auch mehr als 100%. Genau wie im ersten Teil. Sieh an, Spyro. Was haben wir denn hier? Eine lebensgroße Weltraumaffen-Actionfigur samt funktionsfähigem Laser. Ich würde ihn gern rauslassen, damit du mit ihm spielen kannst, aber die Zauberin hält ihn für gefährlich. Ich sehe gerade, dass er eigentlich deine Laserpistole draußen liegen hat. Das warst du, oder? 1300 Edelsteine, um den Affen zu befreien. Lass ihn frei, komm. Ah, du hattest schon immer eine Schwäche dafür, dummen kleinen Wesen zu helfen. Stimmt's, Spyro? Na, dann kann es ja nicht schaden, ihn rauszulassen. Oder? Jo. Juhu! Haha! Juhu! Danke, Spyro. Oh, hast du schon mal Bären tanzen sehen? nein. Heute ist ein Glückstag. Schau, Magie. Ein toller Tänzer, oder? Aber keine Kondition. Schade, ich habe so viel Munition. Naja, ich hab gehört, wie du die Zauberin und die Armee bekämpft hast und sie fertig gemacht hast und ich sag dazu nur Hurra, Yippie! Ich würde gerne bleiben, aber Rinoxe wüten in meiner Heimat, seit ich gefangen wurde. Wenn du die Zauberin sehen solltest, sag ihr, ich werde ihr bald Tanzstunden geben, wenn du verstehst. Na klar. Bis bald!